Hey und willkommen, ich bin der Nightfury und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Minecraft Mountain 3. Es ist erstaunlich, dass ich zu Anfang an dieser der letzten Folgen halt ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen soll. Ich habe seit gerade eben wieder Internet, weil bei uns das Internet quasi resettet worden ist. Das heißt, wir brauchten einen neuen Antrag, wir brauchten ein neues Passwort. Und jetzt habe ich das neue Passwort und kann mich sowohl auch mit dem Handy anmelden, hier in meinem eigenen kleinen bescheidenen Zimmerchen. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich ein Türchen habe ich verpasst. Aber das heutige, das können wir gleich mal öffnen. Da laufen wir jetzt mal geschwind hin. Und Alter, hier ist ja schon wieder viel Schnee gefallen. Ich war nämlich die letzte Zeit, ich glaube die letzten zwei, also ich war an dem Abend und am Montag war ich nicht online. Und heute ist Dienstag, heute ist der 11.12.2018. Und da will ich doch mal gucken, was sich in dem Adventskalender befindet. Denn zudem habe ich ja tatsächlich noch gar keine Aufnahme selber gemacht. Und es tut mir auch leid, dass ich gerade noch keine Facecam mit drin habe. Das liegt einfach daran, dass das hier eine etwas entspanntere Folge sein wird. Oh, Alter, ein Plattenspieler. Digga, nice. Alter, dann kann ich endlich mal die eine Platte ausprobieren, die ich zu Hause habe. Pro Tag kriegt übrigens, ich muss das mal leider so verraten, jeder das Gleiche. Das heißt, wenn ich einen Plattenspieler bekomme, kriegt Little Dreamer auch einen Plattenspieler. Jeder kriegt hier einen Plattenspieler. Ich muss hier bei dem Weg übrigens noch ein bisschen was fixen, weil es irgendwie noch nicht ganz vollständig aussieht. Darum werden wir uns gleich kümmern. Und heute, da wir etwas entspannter angehen, da wir übrigens keine Bücher in dem Briefkasten haben, habe ich mir gedacht, ich nehme euch mal mit und zeige euch... Wo packen wir das Ding eigentlich hin? Hier oben haben wir ja gar keinen Platz dafür. Pass auf, wir packen den unten hier einfach in die Ecke. Ja, genau. Ich hatte, glaube ich, eine Platte. Wo war die denn? Nee. Hier. Mall. Die werden wir nachher noch reinhören. Ihr seht ja, dass meine Rüstung etwas zerdeppert ist. Und ihr habt wahrscheinlich auch gesehen, dass ich hier bereits schon neue Rüstung angelegt habe. Und zudem auch ein Diamantschwert. Was wollen die Leute denn alle jetzt von mir, Alter? Leute, ich nehme auf. Leute! Ich hab nicht ewig Zeit. Mike Churuk ist sensationell. Er flammt Harone super schnell. Für seine Schwestern ist er ein Versuchskaninchen. Er lebt meinen Tag aus dem Leben von Johnny. Tschüss. Weil schon, dass die Person 19 ist. Ja, und? Ich schick dich jetzt zu der Person. Okay. Mach mal. Bist du dumm? Vielen Dank, Rafa. wie ihr seht, habe ich hier mir eine neue Rüstung angelegt und bei dem Schwert habe ich auch noch nicht geguckt, ob ich das verzauber. Ich habe hier noch echt ein paar Zauberbücher drin, die ich theoretisch auf noch ein paar Sachen legen kann, beispielsweise eine Angel oder den Helm, Wasseraffinität, vielleicht auf das Wasseraffinität. Dann haben wir noch Treue 1, Schutz 4, was jetzt halt nicht sonderlich krass ist. Ob ich aufs Diamantschwert mache, weiß ich auch noch nicht. Ich habe jetzt zwar 30 Level und könnt ja mal gucken, was man sich mit 30 Level holen kann. Rüstung Plünderung 2. Das ist wirklich nichts Besonderes irgendwie. Ich brauche irgendwie Schärfe. Und ich brauche auf jeden Fall Bücher. Deswegen gehe ich heute nachher nochmal in die Farmwelt. Dann allerdings ohne euch. Ich möchte übrigens nochmal betonen, dass ich die ganze Zeit WhatsApp-Benachrichtigungen bekomme und das dezent auf den Sack geht. Wir wollten noch andere Häuser begutachten, andere Häuser besichtigen, welche ich nicht geschafft habe zu besichtigen. Und würde euch gleich mal mitnehmen. Oh, ein Künstler ist wieder da. Hallo, Herr Künstler. Willkommen zurück. Er hat nämlich, muss ich auch nochmal erzählen, er hat seit längerem, er hatte zuletzt seine, er hat nämlich zuletzt seine Kingsman-Schneiderei geschlossen, vorübergehend. Ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Laden. Alle aus Avengers sind erlaubt. Dieser Avengers ist auch so ein Typ, der unbedingt mal Aufmerksamkeit bekommen sollte. Alter, wer baut denn hier eigentlich? Hat er schon einen Briefkasten? Ja, hier vorne.
Für das Schaf von Icefire. Wer wohnt denn hier? Okay, der Zaubertisch, den müsste ich ihm wahrscheinlich geschenkt haben. Oder vielleicht hat er sich den selber erfahren. Hier kommt man ja überall rein. Also ich will dem Typen natürlich nicht zu viel spoilern, ne? Ich weiß jetzt nicht, von wem das Haus hier ist. Ach, von Sigo! Ach, guck an, Grüße. Ich kann echt nicht mehr lesen in letzter Zeit. Privatdetektiv, Spion, Telus, Büro, einfach den Erdweg folgen. Das Haus von Telo hatten wir noch nicht wirklich besichtigt. Das ist das hier, das wunderschöne. Das ist sein Privatdetektiv. Und hier erhält er dann jedes Mal seine Post. Wer wohnt hier? Hier ist irgendwie so eine ganz kleine Hütte neben dem Musikkasten von Miss Shadow. Oh, jetzt habe ich gerade... gerade niemand da. Der Let's Alpha ist auch da. Von dem könnte ich euch auch gleich nochmal das Haus zeigen. Mr. Robotore hatten wir ja schon. Die Apotheke und das Labor. Das Labor von Polarforscher, der hier seine kleine Apotheke hat und unten drunter natürlich seine, ich will nicht zu viel spoilern, aber sein Labor. Mehr will ich nicht sagen. Und er hat auch sowohl ich als auch viele andere in dieser Stadt bald satt, ständig von Vengers besucht zu werden. Und das Thema müssten wir bald auch mal irgendwie bearbeiten und beenden. Weil das können wir echt nicht mehr lange ertragen, wenn ständig unser Vengers hier entlangläuft und irgendwelche Sachen macht, die uns auf den Sack gehen, weil wir eigene Sachen zu tun haben. Ach nee, das ist von Fallen Assassin. Bitte anklopfen, okay. Hier sind auch Blutspuren, das hat wahrscheinlich wieder was mit Roleplay zu tun. Das ist generell hier echt viel mit Roleplay inzwischen. Das wunderbare Haus, meine lieben Freunde, ist von dem lieben Herr Trauerweih. Der hat endlich mal weitergebaut. Und in seinem Stream, welches ihr euch auch mal gerne anschauen könnt, wo ich leider nicht dabei war, weil ich zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, nur mein Datenvolumen hatte, könnt ihr euch das gerne anschauen. Dach fehlt noch, finde ich. Zumindest so ein bisschen. Aber ansonsten, bisher ist es sehr, sehr gelungen. Herr Trauerweide, sehr, sehr gelungen. Das finde ich sehr schön. Wem gehört das kleine Haus hier vorne eigentlich? Das interessiert mich gerade mal am meisten. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Von Rollo Curry. Der war doch vorhin noch online. Egal, das Haus scheint von Rollo Curry zu sein. Dann wissen wir, dass er hier wohnt. Von wem ist das? Von Tigi. Das ist das kleine Haus von Tigi. Das hat wahrscheinlich auch noch einen Vordereingang. Was vielleicht ein bisschen schöner aussieht. Weil, weiß nicht. Diese kleine Gasse hier durchzugehen, bin mir jetzt nicht so sicher, ob das so günstig ist. Irgendwo hier hinten gab es doch noch auch noch richtig viele Häuser. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Da oben auf dem Berg gab es auf jeden Fall auch noch richtig viele. Hier waren wir schon mal, glaube ich. Oder doch nicht? Nee, da oben war ich schon mal. Bei dem Smiley, wo ich mal verfolgt wurde, dessen Aufnahme ich übrigens nicht mehr habe, weil ich das alles schon rausgeschnitten hatte. Wer auch immer hier wohnt oder baut, steht hier auf dem Schild drauf, glaube ich. Bau mal was Schönes. Flasche. Stimmt, der hat bisher nur mit Eichenholz hier gebaut. Ist nicht sonderlich schön, aber ich hoffe, da bildet sich bald was. Und hier drüben scheint irgendwie aufgebrochen zu sein. Das Haus ist doch, glaube ich, von... Ich muss einfach nur irgendeine Tür gucken, die gesichert ist, um zu gucken, bei wem das hier sein Haus ist. Das ist von Just Twin. Beziehungsweise von Justin, das Haus. Entschuldige bitte übrigens diesen unerlaubten Besuch. Das ist einfach nur dazu da, dass ich mal jetzt wirklich alle Häuser von diesem Projekt durchgehe, welche ich noch nicht habe. Wer wohnt denn hier? Lass das doch mal prüfen. Das ist von Namutoni. Komme ich hier raus? Nein. Forever hier. Ich kann ja hier den Zaun mal kurz abbauen und wieder setzen. Das fällt ja nicht auf. Oh, wir hatten das hier so schön eingerichtet. Briefkasten von Herr Pixel. Alter. War ich hier oben schon? Nee, ne? Und hier unten, das fette Haus ist von wem? Mit diesem luxuriösen Eingang. Von Flaschi. Na klar. Die Flasche.
himself. Die hat ja einen sehr großen Faible für Luxibox. Wenn ich mal beschreiben dürfte, wie sich das immer anhört, wenn er auf Luxibox trifft. Nein, ich zensiere an der Stelle nicht Antifuse. Luxi! Genauso. Nur noch ein bisschen cringier. Gut, dann haben wir die Häuser hier erstmal durch. Wer wohnt denn hier? Tobi Mori. Das Haus von Tobi Mori. Ein sehr, sehr schönes Haus, muss ich sagen. Das kleine Haus hier vorne ist von Holla Sayaustriako. Holla Soja Austria. Wie soll ich das denn lesen? Da kriege ich einen Zungenbrecher im Mund. Verstehst du, was ich meine? Wer wohnt hier? Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Monroe CF. Der steht bei uns auf der Liste. Weiß zwar nicht wieso, aber der steht bei uns ganz oben auf der Liste. Ich habe hier übrigens nebenan ein schwarzes Brett aufgestellt. Ich lese euch mal alles vor. Das schwarze Brett, neue Infos aus der Stadt, errichtet von der Night Fury. Dann das untere hier ist von mir. Ihr habt Ärger mit Schnee, bringt ihn mir, Herr Night Fury. Ihr wisst ja, dass ich sehr gerne mit Schnee-Layer arbeite bei mir im Bereich. Eine dunkle Macht erobert uns. Ich brauche Hilfe. 996-39-909. Wer noch kein Haus hat, kann einen kleinen Raum mieten. Nehmen gerne Quarz an. Quarzspenden an. Polarforscher. Let's Alpha hat Mount verlassen. Schade, sonst hätten wir ja gerade eine kleine Anspielung gehabt. Sie wollten an einen ruhigen, schönen Ort in der Natur ihr Haus bauen. Kommen Sie in den Kommunismus. Gezeichnet, Herr Les. Okay, wir haben hier auch noch eine Natur. Das könnt ihr euch alles dann bitte selber durchlesen. Ich mache einfach einen kurzen Blick lassen. So. Und mehr sage ich nicht. Da könnt ihr jetzt einfach zwischendurch anhalten. Wer wohnt denn hier? Das ist von Glückskeck. Wo wir, glaube ich, schon mal drin waren. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Nee, da war ich schon mal drin, aber ich habe das nicht aufgenommen. Genau. Das ist das Haus von Glückskeck. Da war ich kurzzeitig mal drin, weil die Tür noch nicht gesichert war. Weiß auch nicht warum. Alter. Let's Alpha kriegt dezent viel ab. Let's Alpha kriegt dezent viel ab. Bei ihm mal unbedingt vorbeischauen. Er hat in letzter Zeit sehr, sehr viel um die Ohren, was die Sache mit irgendwelchen Bombenanschlägen und Problemen mit Weihnachten. Alter, hier wurde sogar eingebrochen. Er hat, sein Haus steht quasi voll mit Kisten. Wir verfolgen sie. Sie sind in Gefahr. Wir beobachten sie. The Game. Für Let's Alpha kleines Geschenk. Nichts Großes. Von Trirex, Bowser-Gesellschaft, Anwaltskanzlei. Wie viel hat der denn? Das ist ja unfassbar. Das ist unfassbar. Briefkasten Bernsteinkralle. Achso, er hat hier nebenan sein Haus gebaut über den Fluss hinweg. So wie es aussieht. Ah ja, okay. Gut zu wissen. Wohnt hier sonst noch wer oder war es das? Ah, da hinten scheint noch ein Haus zu sein. Hier wohnt Rike. Frohe Weihnachten. Ist auch noch nicht fertig. Bin mal gespannt. Es sind in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele Häuser dazugekommen. Streeter 907, Minito HD. Minito HD steht übrigens auch auf unserer Liste. Weil ich mir was bei dem Schloss irgendwie nicht so ganz vorstellen kann. Vielleicht aber doch. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall passt das aber irgendwie ziemlich gut. Mann ist in Gefahr, bitte hilf mir. Carsten von Richter Genoveva. It's bigger than outside. Also wenn man reinkommt, ist es größer, als es aussieht. Das ist lustig. Stimmt, den Weihnachtsmarkt. Habe ich den euch schon mal gezeigt? Ich glaube nämlich noch nicht. Der Weihnachtsmarkt ist nämlich ja gerade noch nicht großartig angelegt. Beispiel Stand klein. So wie ein kleiner Stand halt aussehen soll. Offizieller Sponsor der frischen Zeitung. Der FZ, welche ich ja letztens mal vorgelesen habe, wenn ich mich nicht irre. Bei Folge 4 oder 5 war das. Ein Keks, 4 Eisennuggets, ein schottischer Seelachs, 3 Goldnuggets. Was haben wir hier? Scott Keks und Glühweinstand.
Okay, was haben wir hier? Kirche der Erkenntnis. Das ist doch die, der Orden des Remus, glaube ich, ne? Stimmt, da stand ja auch was zu in der Zeitung. Bin ja mal gespannt übrigens auf die neue Ausgabe der Frische Zeitung. Die Kingsman-Schneiderei, wir kennen sie. Bestellungen, sie bibbern und frieren, ja, regelrecht vibrieren. Stellen sie jetzt ihre Fuche, feinster Steinkohle bei der Kühlerei. Tun nicht gut und freuende Bestellungen in die Kiste mit Namen und der Lieferadresse. Trepax hat Minecraft Mountain betreten. Hallo, Trepax. Redstone. Alles, was mit Redstone zu tun hat. Anfrage hineinwerfen. Oh, da ist ein Hundi. Bist du alleine, Alter? Ist ein Steak? Guck mal, da guckt er. Ist ja gierig, Alter. Hast du Hunger? Ich komme hier ja nicht rein. Ist ja alles voll. Tut mir leid. Ich würde dir ja gerne eins geben, aber es geht nicht. Na gut. Das dazu. Mal gucken, was wir noch haben. Wir haben ja hier das fette Schloss von Minito und Co. Der Fuck. Was ist das? Was zum Teufel ist das? Ach so! Ah, die haben versucht, sowas wie Glühbirnen reinzupacken. Und jetzt haben wir hier Schnee. Das ist auch ganz nice. Hebel und Knöpfe von... Ich glaube... Stand mal irgendwie ein Schild, aber das ist inzwischen weg. Hier finden Sie ja ausgemachte Hebel und Knöpfe aller Art. Sie werden bedient von Schneemann Schnecke. Bitte tötet ihn nicht immer. Ach, das ist der hier. Hi. Na, willst du eine Karotte? Kriegst du eine hier. Oh, ich habe jetzt alles hingegeben. Entschuldigung. Ich wollte mir nur meine Karotten zurückholen. Okay. Kuschelsocken mit Farbe nach Wahl. Ein Paar für 18 Goldnuggets statt von Stand von Lotti. Ich bin nicht da. Aufträge in die Kiste mit Name. Chris und Tims Folienkartoffeln. Buch der Fische. 5 Smaragde. Gebratener Seetang. Lebende Fische. Alles, was drin dabei ist. Frisch geangelt. Und ich glaube, in Little Dreamers Folge, könnt ihr auch nochmal vorbeischauen, war hier auch schon mal der Weihnachtsstand alles gezeigt worden. Unbedingt gerne mal bei den Leuten, die aktiv was zu dem Projekt zeigen, vorbeischauen. Ich werde mal gucken, welche ich alles unten in der Liste verlinke. Das wird ein bisschen viel Arbeit, aber die Arbeit mache ich mir an der Stelle wirklich gerne. Zentrale der MS. Icefires Buchstand, Weihnachtslieder, Ausgabe 1, 5 Smaragde. Gab es hier nicht nochmal irgendwie eine weitere Ausgabe mit irgendwie Buch der Dichter oder so ähnlich? Das weiß ich nicht mehr. Es gab ja auch mal ein Buch der Dichter, glaube ich. Aber das ist inzwischen wahrscheinlich ausverkauft. Schade, das hätte ich gerne mal gelesen. Aber irgendeine richtig nice Lektüre, die ich unbedingt mal lesen wollte. Stimmt, was ich euch auch noch nicht gezeigt habe, ist... Hier geht es halt auch noch weiter. Hier hinten sind richtig viele Sachen. Richtung Baugesellschaft, Farmgesellschaft, Trirex YouTube, Kapelle und Grotte. Mit dem wunderbaren Spekulatius... der bewohnbar ist, glaube ich sogar. Und hier ist immer noch dieses fette Schloss. Das ist echt unfassbar. Und das hier muss wahrscheinlich von Chris sein. Ist unverwechselbar, der Baustil, finde ich. Vielleicht ist es auch von jemand anders. Ich weiß es gerade nicht. Hier geht es zur Baugeschäft oder von Trirex. Weiß ich nicht. Und zu Okin 5031. Scott McKee ist gerade online und Tiki und Serpio. Naja. Kapelle ist für alle geöffnet. Eure Berichten, gebaut von Lukid 1999 auf Discord Pida. Lukid Pida. Stimmt, die hat halt auch irgendwie da hinten noch ein Haus, wenn ich mich nicht ganz täusche. Chewbacca. Okay, das Haus von Chewbacca. Mehr will ich nicht wissen. Ich wollte einfach nur wissen, wer hier wohnt. Damit man so ein bisschen im Blick hat, wer wo wohnt. Wer auch immer hier wohnt, weiß ich jetzt auch gerade nicht genau. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier wohnt Danny. Türklingel. Alter, der hat sogar eine Türklingel. Psych, Junge. Der hat hier so einen kleinen Balkon. Das ist auch ganz cool. Das Haus ist von Flax. Oder Flax. Wie auch immer man den Namen ausspricht. Das Haus, liebe Freunde, hatten wir auch schon. Von Lilly und Pingu. Hier ist auch ein neues Haus hinten dran entstanden. Das ist von Super Duper Tim All Games Love. Briefe für Tim. Okay. Wir wollten jetzt erstmal alle hinteren Häuser abgehen. Die alle an vorne dran hatten wir ja schon. Wer wohnt denn hier? Briefkasten von Dazzle.
Dazzle Nestle. Dann hier vorne haben wir ein unglaublich geiles Gebäude tatsächlich. Alter, sogar mit Symbol. Das ist ja mal dezent geil. Briefkasten von Lady Adventure. Die war doch auch gerade eben online. Ja, die ist gerade geliftet. Schade. Hier ist ein bisschen schlecht. Naja, mehr oder minder, wie man es auch nennt. Hier haust Lady Adventure. Hier kann man sich halt hinsetzen und so ein bisschen die Landschaft genießen. Das ist sehr schön. Ich finde das sehr schön angelegt, muss ich sagen. Und wer auch immer da oben baut, ich weiß es nicht. Soweit ich übrigens weiß, ist irgendwo hier in der Nähe ein Dungeon. Irgendwo da oben in den Bergen ist noch ein Dungeon. Und auch ein weiteres Secret, was ich in den nächsten Folgen eröffnen werde. Zumal, dass uns immer noch das Schlüsselschwert fehlt, welches wir dringend brauchen, um das Keyhole zu öffnen. Die bescheidene Winterhütte von CD. Ach, hier wohnt CD. Mensch, so weit entfernt, Bruder. Alter. Ah, kann man ja fast wieder reinluschern. Mensch, kann man ja echt einige Sachen platzieren, ne? Einfach so eine Truhe und dann entsichern. Ja, moin. Man braucht gar nicht mal die Tür öffnen. Die ist sogar ungesichert. Ich würde mal ein bisschen öfters hier vorbeischauen, CD. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Wer wohnt hier? Das Haus da drüben gucken wir uns gleich an. Craft Key und Madame Shadow. Madame Shadow? Weiß ich nicht. Ach, guck mal, hier. Das ist der super-duper Secret-Tunnel von dem lieben Herrn Störte. Schöne Grüße an dich an der Stelle. Wo ist denn hier der Eingang? Das ist wie jedes Mal, wenn ich mich tot suche. Hier. Mal gucken, wem gehört das Haus? Dieses nicht registriert. Ist die wenigstens registriert? Nein, auch nicht. Die sind nicht registriert? Auch nicht? Hat er wenigstens eine Truhe oder so? Ah, er hat hier Öfen. Das ist gut. Das ist von Paluboy. Entschuldigung, wenn ich gerade bei dir im Haus gewesen bin. Ich wollte nur wissen, wer hier wohnt. Das ist also Paluboys Haus. Ich finde es ganz nett eingerichtet, muss ich sagen. Auch von außen hat es echt... es ist grandios. Sehr schön gehalten. Das Haus hier vorne hat man, glaube ich, auch schon, wenn ich mich nicht irre. Oder weiß man gar nicht von dem... Das Haus ist ja immer noch offen. Das ist auch von Paluboy. Ist der umgezogen? Okay. Scheinbar hat er zwei Häuser. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Vielleicht gehören ihm auch beide Häuser nicht. Inzwischen hat sich ja einiges, am Aufgang nicht verändert, aber wir sehen da oben das wunderbare Haus von Little Dark, Mumcrafter und Error Clap. Genau, die vier wohnen hier, das ist so die sogenannte Chaos-WG und irgendwer chillt da unten. Wahrscheinlich Tigi oder Zerpio. Bei dem Herr Zerpio waren wir ja bereits. Vielleicht wissen es einige noch nicht. Hier drüben... Hinter Kahn, hallo Zerpio. Hinter Zerpio befindet sich das Haus von dem guten Liak, der momentan wirklich gar keine Zeit hat, sich wirklich um das Haus zu kümmern. Deswegen habe ich mich die letzten Tage mal etwas darum gekümmert. Ich muss halt noch an den Stellen, wo der Stein war, halt noch austauschen. Ansonsten wäre es eigentlich schon für dahin. Und ein Dach braucht es auch nicht. Ich habe, glaube ich, richtig viele Ziegel und richtig viel Clay gefarmt die letzten Male. Wo ich auch noch nicht so ganz wusste, wie ich die besorgen sollte. So, das ist von Fendel, der auch irgendwie sehr lange nicht mehr online gewesen ist. Deswegen wahrscheinlich ist auch die Tür ungesichert. Und das müsste wahrscheinlich auch von dem gleichen Anwohner sein. Nee, hier baut Katie. Okay. Ich weiß zwar nicht, wer Katie ist, aber gut. Ich da oben haben wir übrigens eine sehr schöne Mauer, wohinter auch noch ein paar Leute wohnen. Die ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Ostverband der kommunistischen Friedenspartei Mountains.
Herr Less, Frau Ankolix und Herr Sherlock. Das ist krass. Der freie, humane Kommunismus ist ein Ort für jeden zum Leben. Er grenzt sich von alten Formen ab und bildet etwas ganz Neues. Er wird von einer Mauer als Symbol umgeben, ist aber frei. Jeder darf frei entscheiden, wer wie viel mit wem teilt. Die kommunistische Friedenspartei Mountains, kurz KFPM, gibt dem Mitglied einen Raum für seine politische Stimme, zwingt aber keinen in diese einzutreten und bringt keine Nachteile mit sich. Humane Rechte stehen an oberster Stelle. Das, liebe Leute, finde ich ja mal richtig geil. Ich finde, das sollten die mal hier in Real Life einführen. Weil wir haben die ganze Zeit nur diesen dämlichen Kapitalismus, wo gerade alles drunter und drüber geht mit AfD und sonst was. Wo ich mich auch überhaupt nicht einmischen möchte. Gott sei gepriesen, ne? Also, was da abgeht, weiß ich, will ich ehrlich gesagt auch gar nicht so genau wissen. Von wem ist eigentlich das Haus? Von The Redstone Year. Alter. So. Wo waren wir denn noch nicht? Wir haben eigentlich fast alles besichtigt. Da hinten bei der kommunistischen Stadt brauchen wir gar nicht, weiter nachgucken, da könnte eigentlich, soweit ich weiß, euch das selber angucken. Alter, ist das fett. Alter, was hier alles gebaut wird. Da oben ist, glaube ich, sogar die, ich will nicht zu viel spoilern, ich glaube, irgend so eine Seilbahn. Vielleicht auch irgendwas anderes, ich weiß es gerade nicht. Herr Taco hat Minecraft Mountain betreten. Von wem ist denn das schicke Haus hier? Aber es kommt mir doch auch bekannt vor. Was ist denn hier der Eingang, Alter? Fettes Haus, aber kein Eingang, Alter. Wie soll ich denn hier reinkommen? Aber es ist verdammt geil. Hier residiert Sir ein wildes Pika und preiset ihn. Geile Türen, muss ich sagen. Dezent, geile Türen. Es ist echt geil, was Leute hier auf dem Server alles errichten. Es ist echt krass. Muss ich sagen. Das ist, die Mappenhorn-Bergbahn. Sehr geehrter Herr Betreiber der Bahn, da die kommunistische Grenze genau am Ende der Bahn anfängt, bitte ich um ein Gespräch, in dem die Grenzgebung verhandelt werden kann. Bitte einen Brief bei mir einwerfen. Okay, das betrifft mich ehrlich gesagt nicht. Aber für denjenigen, der es sich nochmal angucken möchte, bei mir ist das Video auf jeden Fall vorhanden. Das heißt, bei mir kann man die Information gerne nochmal abrufen. Es ist echt genial, was hier alles gebaut wird in den letzten Tagen. Es ist auch unglaublich, was alles entstanden ist. Herr Pixel ist auf jeden Fall auch online. Jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Komm, bin ich da, kommen sie alle. Westhafen, Spawn, Wanderweg, Mappenhorn. Wanderweg, Mappenhorn. Soweit ich weiß, war das ja noch alles gar nicht geöffnet. Und soweit ich weiß, hier wohnt Herr Mapluk. Ist das schon sein drittes Haus? Der hatte doch irgendwie... Nee, das war, glaube ich, von jemand anderen, oder? Ah, ich weiß es nicht. Egal. Und sonst gibt es, glaube ich, ein weiteres Haus, was ich noch nicht gezeigt habe, was ein bisschen weiter hinten ist. Und zwar etwas weiter hinter mir. Hier wohne ja ich. Mit meinen wunderbaren Schneelayern, welche immer von diesem doofen Avengers abgebaut werden, weil da einfach zu blöd ist zu kapieren, dass Winter ist. Was mich dezent triggert. Hier wohnt Ebnetzer Scrooge. Ach ja, und hier hinten habe ich auch noch gar nicht hingeguckt. Wer wohnt alles hinter mir? Das ist unglaublich. Das ist Lord Yoho. Sie haben ihre Tür aufgelassen. Hier ist auch noch ein Haus von Arrowdan. Okay. Arrowdan wohnt hier. Der war aber auch lange nicht mehr online, muss ich sagen. Ich glaube, die kamen irgendwie alle zu Anfang an und dann war es das wieder. Das mit dem Feuerlager ist übrigens nicht sonderlich gut gelungen. Da müsst ihr irgendwie nochmal dran arbeiten. Dass das mittiger ist. Also, irgendwie funktioniert das nicht. Na gut. So viel dazu. Das ist sehr, sehr schön hier alles angelegt. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sehen. Ich glaube, da hinten waren irgendwie noch, wie sind sie noch gleich? Flungos, glaube ich, war das. Ja. Und zum Abschluss werde ich jetzt noch hier diese Disc einwerfen, da ich das euch ja versprochen habe. Und wir hören nun mal rein.
damit sage ich bis bald, euer Herr Nightfury und bye bye.